Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Waldhof-Mannheim-Karriere hier in FIFA 20. Unsere Simulator Glory soll heute weitergehen. Wir haben es geschafft, wir sind in Liga 1 aufgestiegen als Zweitplatzierter. Was war das für ein Saisonfinale? Unfassbar das Ganze. Wir haben ein paar Nachrichten noch, hervorragende Jugendarbeit, Turnierpreisgeld, Sperre abgelaufen und es ist toll. Ich bin natürlich stolz auf Konrad, unseren ehemaligen Capitano. Ganz klares Ding, wir haben es schon gesehen, Sigi bester Keeper. Alles weitere zu Statistiken, was in der Fußballwelt passiert ist, pipapo, seht ihr in der Folge am Sonntag, in der Special-Folge wieder einmal. Dort gucken wir uns alles genau nochmal an. Das hier möchte ich mir hier aber angucken, weil das habe ich tatsächlich dort nicht mehr angeguckt. Das Team of the Competition. Wer ist da drin? Sigi ganz klar als Keeper. Und da sehen wir auch schon, ich glaube, es ist Walter oder wer ist das von uns? Genau, Winter ist es. Kötsch ist dabei, der hat die meisten Vorlagen, so viel kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Wöber ist dabei, sehr, sehr stark, und Sigi. Also, 4 Spieler dabei, das ist eine ordentliche Sache. Wir wollen jetzt vorsimulieren und möglichst schnell in die neue Saison reinstarten. Zuvor will Cardenas seinen Vertrag auflösen. Mal gucken, ich glaube, der wäre eigentlich was für uns. Also ich wäre schon bereit, Cardenas hochzuziehen. Ja, der sieht nicht so schlecht aus, wir nehmen Cardenas hoch. Das ist er also, Cardenas kann auch im ZM spielen, sein Potenzial können wir ja noch nicht einsehen. Junge, was hat der denn für Waden, Alter? Die sind ja breiter als seine Oberschenkel. Ja, mal gucken, ob er ein gutes Potenzial mitbringen wird. Wenn, dann können wir uns definitiv eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen. Wir gehen jetzt erstmal rein in die erste Trainingseinheit für diese Folge. Und ja, okay, jetzt gleich weiter. Denn wir wollen, wie gesagt, ganz schnell jetzt in die neue Saison kommen, weil wir haben ja richtig, richtig Bock. Wir haben ein Transferangebot für Foray. Der ist auf der Transferliste. Ich versuche mal so 1,2 Millionen Euro rauszuholen. Ja, aber 1,27 sind sie auch gleich wieder raus. Heißt, Foray wird erstmal bei uns bleiben. Die nächste Trainingseinheit und die nächsten 2 Upgrades. Es gibt nochmal was Neues von der Jugendmannschaft. Wir haben erstmal ein paar monatliche Berichte aus den USA unter anderem. Dort ist erstmal kein Spieler dabei. Mal gucken, wie das in Frankreich aussieht. Chevalier sieht ziemlich gut aus. Der Chevalier wiederum nicht. Castel auch nicht. Pinot. Leider zu schlechtes Gesamtrating, ebenso wie Baudry. Und dann gucken wir noch bei Deutschland. Aber da haben wir ja meistens leider überhaupt kein Glück in letzter Zeit. Eike Weber nehmen wir mal mit, einfach damit wir endlich mal wieder ein Talent da bekommen. Auslaufende Spielerverträge nur Bousiane und ein Transferangebot für Koulibaly. Für 240.000 verlässt er uns jetzt auch Koulibaly. Damals vom freien Markt gekommen als Backup, fast nie gespielt. Und jetzt, ja, machen wir wenigstens noch ein bisschen Geld mit ihm. Wieder einmal wird trainiert, Brink knackt die 80, heißt er wird ab der nächsten Saison auch rausrotieren aus dem Training. Wir sind am letzten Tag dieser Saison angekommen, wir beenden die Saison mit einer Trainingseinheit, die letzten 2 habe ich jetzt nicht mehr mit reingeschnitten, weil es eh nichts passiert, auch in dieser passiert nichts und dann starten wir jetzt rein in die neue Saison, in unsere erste Erstligasaison. Und da sind wir, neue Saison, nein, wir wollen natürlich nicht verlassen, wir wollen reinstarten in diese neue Saison, jetzt ist die Frage, Hamburg ist nach wie vor dabei, wir starten in die Saison gegen Schalke, das wird ja mal gleich ein richtig heftiges Ding und ja, wir simulieren als erstes einen Tag vor, denn dann wissen wir, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. So, jetzt muss das hier ewig laden, wir haben übrigens auch kein Vorbereitungsturnier, heißt das Geld haben wir schon mal nicht, es gibt die Scouting-Berichte, wie wir das geplant hatten. Wir hätten sie ja nur noch mal für 3 Monate losgeschickt, eben damit wir jetzt rein theoretisch noch mal neue uns holen könnten. Hier ist aber erstmal nichts dabei, was von irgendeiner Form wichtig für uns wäre. Hier bei Frankreich der letzte wäre doch mal noch mal ein cooles Talent, ganz schön. Nee, leider nicht. Jetzt noch die Hoffnung liegt komplett beim deutschen Scout, aber wie ich den deutschen Scout kenne, enttäuscht er uns. Die Gesamtrating war nicht gut genug, Neumann. Und Bergmann sieht eigentlich ganz gut aus, den nehmen wir mit. Ja, wir sind angekommen und jetzt gucken wir. 3, 2, 1. Da ist unser Transferbudget. 30 Millionen. Damit lässt sich ordentlich einkaufen. Was lässt sich zum Kaderplan sagen, ist erstmal die Sache. Er müsste uns... Ach, ist der Deal nicht durchgegangen? Oh, das wäre echt du, auch als ob der, ach man, Leute, warum ist der Deal denn nicht durchgegangen? Das ist echt scheiße. So, Bastoni, eigentlich ist der Kader
erstmal gut aufgestellt, was zumindest die Startelf angeht, finde ich. Aber wir haben natürlich eine Menge Schwachstellen dahinter. Unsere Auswechselbank ist gerade mal mit zwei guten Spielern besetzt, kann man so ganz klar sagen, mit Rosier und Rogerio, die eigentlich beide auch eher Startelf spielen, zumindest Rogerio hier und Rosier hier. Eigentlich sieht das nämlich so aus und dann ist unsere Bank echt schlecht. Eigentlich sind nur, ja, der Ersatzkeeper, Coman, Schneider und de Graaf gut. Der Rest ist nicht gut genug für uns, das ist ganz klar. Und deshalb wollen wir da angreifen. Es sind ja auch noch einige Spiele auf der Liste. Erstmal können wir, glaube ich, die rausstreichen, die nicht mehr interessant sind. Das mache ich mal eben. Wir haben ja eine ganze Menge Torhüter erstmal auf der Liste, die alle recht interessant sind. Nach wie vor finde ich jetzt Dragovski der interessanteste von dieser Liste. Und wenn man den günstig bekommen könnte, dann wäre das, glaube ich, ein echt richtig guter Deal. 10 Millionen, 8, 9, 10 Millionen, so viel wäre ich bereit auszugeben. Amian wäre ein richtig guter Innenverteidiger, der auch noch rechts spielen könnte. Da würden wir nochmal ein Upgrade auf Bastoni oder sonst wie machen. Aber ich finde, das ist nicht die Schwachstelle. Die Schwachstelle ist, wenn dann vielleicht tatsächlich im Mittelfeld. Und da wäre so ein Oscar oder so ein Oblavkov schon eine ziemlich geile Geschichte. Muss man einfach mal so sagen. Das erste, was wir mal machen, ich bin mir echt so unsicher, was wir machen sollen. Weil der Kader ist halt nicht schlecht. Aber wenn wir einen Oblavkov für wenig Geld bekommen, so 20 Millionen, wie viel kostet er? Er kostet ein bisschen weniger vielleicht. Wir probieren es bei Oblavkov. Der kann im ZM und im ZOM spielen. Der würde uns sofort weiterhelfen. Denn auf der Position haben wir aktuell eine 78 und eine 75. Klar, beide Spieler, die da spielen, haben unfassbare Leistung gebracht. Aber dann müssen sie diese Leistung halt auch mal eine Zeit lang von der Bank bringen. Deshalb gehen wir rein mit Oblavkov und versuchen hier zu verhandeln. 19 Millionen ist der Marktwert und ich biete auch erstmal nur 19 Millionen. Vielleicht möchte Lazio ihn ja zufällig loswerden. Sieht nicht danach aus. Wir machen kleine Schritte. Wir gehen auf die 21 hoch. 21 Millionen wird auch direkt angenommen. Das ist ein guter Preis. Das ist wirklich ein sehr guter Preis für einen so, ja, talentierten Spieler. Der kann auf jeden Fall noch ein paar Schritte nach oben machen. Da bin ich mir relativ sicher. Wir gehen in die Vertragsverhandlungen. Das erste Mal, dass wir uns in einem Restaurant tatsächlich hier begegnen. Ich biete immer das Schlechteste. Natürlich möchte er Schlüsselspieler sein. Das ist eine klare Geschichte. 5-Jahres-Vertrag, so sehe ich das natürlich auch. Jetzt ist die Frage, er will auch keine Freigabesumme. Das ist eine super Sache. Und jetzt kommt das Gehalt. 30.000 plus Boni. Was sagt er dazu? Er nimmt es an. 30.000, damit ist er der neue Top-Verdiener bei uns im Team, glaube ich, mit ziemlichem Abstand. Irgendwie 10.000 Abstand oder so. Tatsache, 10.000 sind es nicht ganz, aber 4 neuer Top-Verdiener vor Bastoni. Dafür geht jetzt Gravensberg erstmal raus. Klar, der hat eine super Saison gespielt, gar keine Frage. Und Oblavkov geht jetzt vorne rein. Da könnte man noch überlegen, ob man das beides ändern tut, aber ich glaube, wir lassen das erstmal so, weil erst als ZM, er als ZOM, dann sollte das eigentlich passen. Und ja, dann haben wir schon mal den ersten Transfer zustande bringen können. Ein absolut geiler Transfer wäre Todibo. Ihn zu holen als Backup für die Innenverteidigung wäre nun wirklich richtig gut. Eine Menge Potenzial und das auch für einen sehr günstigen Preis eventuell. Wir müssen mal gucken. Ich biete mal nur 9,5 Millionen. 9,5, das ist tatsächlich 2-3 Millionen unter Marktwert. Aber ich glaube, Barca kann das annehmen und sie können es. 10% Weiterverkaufsgebühr würde ich machen, wenn sie uns dafür ihn für 9 Millionen abgeben. Sie nehmen das an. 9 Millionen für einen so talentierten Spieler. Bitte lass es dieses Mal nicht an den Vertragsverhandlungen scheitern. Wir wollten ja bereits vor einem Jahr, war das, glaube ich, ihn zu uns lotsen. Damals klappte es nicht. Vielleicht klappt es dieses Mal. Wir müssen den Gehaltsvorschlag machen. Ich muss erstmal gucken, wie viel können wir uns überhaupt maximal leisten. Ich biete ihm 35, damit wäre er neuer Top-Verdiener. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass er das annehmen wird. Nein, tut er nicht. Schade. Dann müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden, weil ich würde ihn schon echt gerne holen. Stattdessen können wir hier mal ein paar Spieler noch auf die Transferliste packen. Dazu gehört zum Beispiel der hier, der Da Costa Oliveira. Und ansonsten gehört noch... Nee, ich glaube, das war es tatsächlich. Burke könnte man rein theoretisch auch
wieder verkaufen, weil wir haben jetzt De Graaf und deshalb kann Berg den Verein auch gerne verlassen. Es gibt ein Transferangebot für Bernat. Mal gucken, ob wir da vielleicht so eine knappe Million rausholen können. 870.000 wäre doch eine schöne Sache. Sie wollen 820 bezahlen. Treffen wir uns doch einfach in der Mitte. 850 wäre eine schöne Zahl. Das bekommen wir auch für Bernat, der sowieso keine Rolle bei uns gespielt hätte. Berg und Da Costa sind froh darüber, dass sie auf die Transferliste gewandert sind. Bernat hat sich verkauft, wir kriegen 600.000 obendrauf. Das entspricht seinem Marktwert, das ist ein guter Wert. Und dann gucken wir mal für Foré, was können wir daraus holen. 1,2 Millionen, das wäre so mein Wunsch. 1,25, was sagen sie dazu? Sie bieten 1,1. Dann können sie auch die 1,2 stemmen, da kommt schon. Das ist doch ein super Deal für euch, ein top talentierter Spieler. Geht Richtung, ach, keine Ahnung, MKE Ankaragücü. Ja, tut mir leid an alle Türken, ich weiß nicht, wie man die Stadt da ausspricht. Ankaragücü oder so. Ich weiß es wie gesagt nicht. Was ich aber weiß, ich glaube, wir können es wieder bei Tolibo probieren. Und das wäre eine tolle Geschichte, wenn das wieder klappen könnte. Wir warten jetzt noch den Transfer von eben jenem Foray ab. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen Geld oben drauf und dann könnte das doch schon reichen. Transferangebot für Walter wird natürlich abgelehnt. Zu Augsburg, also bei Augsburg will ich ihn garantiert nicht sehen. Foray ist verkauft und nicht nur das, es gibt noch ein Transferangebot für Koulibaly. 250.000 möchte ich da haben. Fangen wir einfach mal mit 300.000 an. Sie bieten 220 und dann werden wir uns jetzt hier bei 250, denke ich mal, treffen und dann kann er dieses Mal bitte auch wirklich den Verein verlassen, nicht so wie beim letzten Mal. Wir greifen erneut an bei Tolibo. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Diesmal verlange ich, biete ich mal nur 9 Millionen. Diesmal wollen sie viel mehr. Was soll die Kacke denn jetzt, Barca? Also eben wolltet ihr uns den auch für lau verkaufen. Und jetzt auf einmal so viel Geld. Das ist doch nun wirklich wieder unsinnig. 9,5. Mal gucken, was sie dazu sagen. 10 wollen sie. 10,4. Ich bleibe bei den 9,5. Das müssen sie jetzt einfach mal machen. Ich gebe ihnen 10% oben drauf. Dann muss das doch reichen. Es reicht. 9,5. 500.000 mehr. Wir gehen wieder in die Vertragsverhandlungen. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Dieses Mal macht er selbst einen Vorschlag. Es ist noch ein wenig zu viel. Aber wenn wir den Bonus oder das Gehalt etwas runterschrauben und alles auf den Bonus packen, sollte das reichen. Wie sieht es aus, Tolibo? Ja oder nein? Noch ist es ein Nein. Aber es sieht danach aus, als könnte es klappen. Oh, jetzt nehmen wir es doch einfach an. Nochmal der Versuch, Tolibo. Alter, jetzt nimm die Kacke doch an. Letzter Versuch, jetzt ja. Ja, es wird was mit Tolibo. Er hat alles von uns verlangt. Wir haben keinen Cent mehr auf dem Konto. Dafür haben wir jetzt aber einen richtig guten neuen Spieler mit Tolibo, der uns natürlich absolut weiterhilft, was die Breite angeht und vielleicht bald auch ein Kandidat für die Startelf ist, denn Wöber, der hat ein deutlich schlechteres Potenzial als Tolibo. Mit diesem unfassbar geilen Transfer beenden wir allerdings diese Folge. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, in 3 Tagen sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder, aber dazwischen kommt natürlich auch noch die PES Manchester United Karriere und die PES Bayern Karriere. Schaut da auch gerne vorbei, beides zwei sehr interessante Projekte und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre ein Träumchen. Bis dahin, macht's gut und ciao.